Der Schwingermanager ist wieder zurück. Nachdem was der Schlussgang der Schwingermanager 2016 mit dem Estaway-Spiel eingeführt hat, haben wir jetzt ein Saisonspiel in der Saison 2017. Die, die das erste Mal auf dem Schwingermanager sind, die müssen jetzt ganz schnell aufpassen. Die anderen, die können das im Schnelldurchlauf machen. Das ist etwa, funktioniert sehr ähnlich wie letztes Jahr. Zuerst besucht man mal die Seite, schwingermanager.ch. Dann als erstes geht man sich oben registrieren, füllt die Felder aus, bestimmt seinen Joker. Das sind 20 Nichtkranzer. Einen davon muss man bestimmen. Zu dem kommen wir später noch, was das genau für eine Bedeutung hat. Füllt die Sachen ausfüllen. Und sobald man das gemacht hat, gibt es ein Mail. Ich habe das hier schon vorbereitet mit einem Login-Passwort. Das Passwort geht man kopieren, geht nachher wieder zurück und geht in den Bereich Login rein, gibt seine E-Mail-Adresse ein und das Passwort. Und sobald man das gemacht hat, ist man dann im internen Bereich. Ich zeige das jetzt hier ganz schnell vor. So, und jetzt bin ich eingeloggt in meinen internen Bereich. Hier seht ihr jetzt auch schon, hast du auch bei meinem Team ist etwas gegangen. Als erstes tut man sein Team bestimmen, und zwar sein 10er-Team. Jede Mannschaft hat in seinem Team 10 Schwinger. Und von diesen 10 Schwingern tut man dann von Wochenende zu Wochenende kann man 6 davon einsetzen. Wenn man die 10 Schwinger erstellen will, respektive ins Team wählen, muss man als erstes geht man drauf und nachher hat man hier ein Auswahlfeld. Man hat 200 Credits insgesamt. Jeder Schwinger hat einen Wert. Je stärker der Schwinger ist, desto höher ist der Wert. Das sind Werte zwischen 5 und 50 Credits. Hier kann man noch die Auswahl ein bisschen bestimmen. Man kann zum Beispiel sagen, ich will nur mal die Schwinger anschauen mit 50 Credits. Kann ich hier schauen, das sind 3 Schwinger, die 50 sind. Oder ich gehe in eine Gruppe von 5 Credits. Und dort hat es logischerweise die grösste Liste aus allen 5 Verbänden. Man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt mal einfach alle Schwinger aus dem Berner Verband anschauen. Und dann habe ich hier eine ganze Liste mit den Schwingern aus dem Berner Verband. Insgesamt sind 200 Schwinger anwählbar. So tut man das ins Team erstellen. Ich habe das hier bereits gemacht. Aus jedem Teilverband 2. Wir haben 2 Berner, 2 Innerschweizer, 2 Nordostschweizer, 2 Nordwestschweizer und 2 Südwestschweizer. Ich sehe, kann euch jetzt gerade schnell zeigen, was passiert, wenn ihr einen aus dem Verband anwählt, wo ihr schon 2 habt. Wenn wir da zum Beispiel aus dem Berner Verband der Gäumer Stefan ins Team aufnehmen, kommt eine Fehlermeldung. Sie dürfen maximal 2 Schwinger pro Verband wählen. Also das ist eigentlich alles so gesteuert, dass ihr die 10 Schwinger aus 5 verschiedenen Verbänden habt. Wenn ihr zum Beispiel einen Schwinger anwählt und eure Kredite schon aufbraucht, ich kann jetzt das vielleicht auch schnell zeigen, ist das das falsche Beispiel, wenn man hier den Burki nennt und jetzt zum Beispiel aus der Nordostschweiz wird der Orlik versuchen reinzunehmen, ich mache das ganz schnell 50 Kredits, dann kommt ebenfalls eine Fehlermeldung, und zwar, dass man Kredite schon aufgebraucht hat, dann geht es auch nicht. Also die 200 Kredits müsst ihr auf die 10 Schwinger verteilen. Sobald ihr das gemacht habt, das Team erstellt habt, das ist noch möglich, damit man im Saisonspiel auch Chance hat, muss man das machen bis am Samstag, 29. April. Das ist der Tag vor dem Thurgauer Kantonalfest. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr nachher für jedes Wochenende eure Schwinger einsetzen. Dann klickt ihr hier auch auf den entsprechenden Schwinger. Dann geht wieder ein Fenster drauf und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich wollte in meinem Team von diesem Wochenende ich den Andrek, den Battaglia, den Gardino, den Döbeli, den Bächli und den Bieri haben. Team bestätigen. Sobald das passiert ist, tun wir hier zu. Und dann ist das Team eigentlich auch gerade so direkt drinnen. Der Joker, den ihr am Anfang bei der Anmeldung anwählen müsst, das ist ein Nichtkranzer, den kann man einmal anwählen.
Und dann ist der drin, das ist jetzt in dem Fall bei mir der Bär Peter. Es sind insgesamt 20 Nichtkrampfer zur Auswahl, das sind die sogenannten Joker. Die Punkte von denen, die zählen dann doppelt die ganze Saison. Punkte, die werden angenommen über die Schlussgangwertung, über die offizielle Jahrespunktliste vom Eidgenössischen Schwingverband. So werden nachher die Punkte verteilt. Ich kann euch das vielleicht gerade schnell zeigen, wie das im Detail aussieht. Das ist eigentlich der Bereich. Das könnt ihr unter Spielregeln, könnt ihr das genau nachlesen und anschauen, was, wie, welche Punkte gibt. Und das wird dann jeweils über die Jahrespunkteliste wird das ins Spiel hineingetragen. Dann, wenn ihr das Gefühl habt, irgendetwas müsst ihr noch ändern im Profil, habt ihr noch verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel euch ein Passwort ändern. Am Anfang habt ihr eben das Zahlenpasswort bekommen. Ihr könnt euch hier ein Passwort machen, das etwas ein einfacher ist. Einfach einmal das Passwort eingeben und nachher dann Stammdaten speichern. Und sobald ihr das gemacht habt, funktioniert das. Dann der Joker, den könnt ihr ebenfalls bis am Tag vor dem ersten Kranzfest könnt ihr den noch wechseln. Und nachdem also der Joker, den wir drin haben, am Stichtag, das ist der 30. April, morgen um 8 Uhr, der Joker zählt dann für die ganze Saison. Und da muss man natürlich auch ein gewisses Händchen haben, dass man weiss, welchen man da am meisten auswählen muss. Es sind etwa so die stärksten Lichtkranzer, die momentan in diesen 5 Verbänden am Schwingen sind. Alles Weitere, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendeinem Ort nicht rauskommt, könnt ihr euch natürlich bei uns melden. Wir sind erreichbar unter der Adresse schwingenmanager@schlussgang.ch oder ihr könnt uns auch telefonisch erreichen, wenn irgendwelche Fragen wären. Dann wünschen wir euch viel Glück und hoffen, dass ihr wieder so zahlreich mitmachen könnt wie im letzten Jahr.